Das ist eine Herausforderung, gerade weil das Bildungssystem, sagen wir mal, unterhalb der akademischen Bildung ja extrem zersplittert ist in Akteure, die Kommunen, die Länder, die vielen regionalen Initiativen, die es gibt. Wir wollen sozusagen Suchmechanismen schaffen, um überhaupt Initiativen zu finden, die es wert sind, verbreitet zu werden. Das ist ein schwieriges Umfeld und dem wollen wir uns erstmal stellen. Dann allerdings können wir in der Tat die Stärken des Stifterverbandes dann auch in eine solche Begleitung dieser Initiativen wirksam werden lassen. Und das ist die politische Vernetzung. Wir sind in der Lage als Stifterverband, der zum einen Zivilgesellschaft zusammenbringt, aber auch Politik an einen Tisch bringt, diesen Diskurs zu führen und zu fragen, wie kann das, was sich dort bewährt hat, in unserem staatlichen Bildungssystem sozusagen Früchte tragen. Das wollen wir machen. Das ist eine Herausforderung, gerade weil das Themenfeld extrem heterogenisiert ist. Aber ich denke, wir müssen uns dieser Aufgabe stellen. Wir wollen aber auch zeigen, dass wir die gesamte Bildungskette in den Blick nehmen wollen und müssen, um wirklich das demografische Problem und das Fachkräfteproblem anzugehen. Und deshalb wollen wir uns diesen Bereich öffnen, ohne den akademischen Bereich allerdings aus dem Fokus zu verlieren. Zudem, und das ist die dritte Stoßrichtung dieser Stiftung, wollen wir auch Stiftern neue Angebote machen. Nicht selten haben wir den Fall, wo Menschen, die jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen hinter sich haben und das Kapital eines Unternehmens, sondern so der zu Wohlstand gekommene Mittelstand Geld vererben will, durchaus auch in Stiftung oder in Fonds sozusagen initiativ werden will, aber dafür keine Plattform findet. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass kleine Initiativen zwar regional wirken können, aber das Thema, das sie voranbringen wollen, nicht wirklich wirksam und mit kritischer Masse vorantreiben wollen. Dafür wollen wir eine Art Dacheinrichtung bilden, das heißt Stifter mit einem überschaubaren Stiftungskapital, die sich eines Themas zuwenden wollen, haben die Chance, unsere Plattform zu nutzen, andere Mitstreiter zu finden oder auch den Stifterverband als Mitstreiter zu nutzen, um dann ihre eigene Initiative sozusagen, um ihrer eigenen Initiative mehr Wirksamkeit zu verschaffen.